Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog oder wie der Scheiß heißt. Und während ich immer wieder im Stau stehe, kommen wir der Sache immer näher, der Tatsache, dass genau da das Intro ist. Ja Leute, ein trauriger Moment ist gekommen. Ein trauriger Moment für uns alle, für mich, für dich und für dich sowieso. Was ist hier los? Da hat es doch mal dezent gebrannt und da oben hängt eine Jogginghose drin. Hat sich da etwa ein Penner niedergelassen? Ein Penner? Und da wird gehäckselt. Gehäckselt wie ein Großer. Nee, what I would say. Thema ist heute der Abschied quasi. Die Saison neigt sich dem Ende oder ist eigentlich schon zu Ende. Und sie wird jetzt auch für mich zu Ende sein. Am 5. November, wie ich schon mal in dem vorletzten Video gesagt habe, ist auch für mich der Drops gelutscht. Und der Hobel geht quasi in die Garage. Nach der Hitze! Ja, das ist aber hier, was ich angesprochen hatte, mal Fettsack bei 13 Grad. Das ist natürlich für ihn wie traumhaftes Sommerwetter, ohne dass er ausläuft. Ja, wir müssen dieses Jahr mal Revue passieren lassen, diese Saison. Für mich eigentlich ein guter Aufschwung, es ist ja viel geschehen. Sei es die Connection in die Motovlogger-Szene, es fängt an zu regnen. Leck mich am Arsch, ey. Das gehört natürlich dazu. Das gehört zur Trauerstimmung komplett dazu. Dass wir den Kollegen hier links von uns erstmal jetzt abziehen werden. Und zwar genau, wenn es hier grün wird, in 3, 2, 1, go. Die Connection in die Motovlogger-Szene, also zu anderen Leuten, sei es Blackout, Colors of Mayhem, Sumo Duro. Ja, Zink habe ich jetzt keinen großen Kontakt gehabt, aber Hard Rider noch und wie sie alle heißen. War für mich ein sehr schönes Erfolgserlebnis und auch sehr angenehm. Die Abozahlen sind dieses Jahr auch für meine Verhältnisse immens gestiegen. Man muss sich überlegen, die komplette letzte Saison habe ich es auf knapp 200 Abos geschafft. Wir sind jetzt bei 583 oder irgendwie sowas. Da möchte ich mich auch herzlich bei euch bedanken, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreicht haben. Auf gut Deutsch, dass die Untertanen den Weg gefunden haben und es auch komplett so, genau, angenommen haben, ihre Rolle des Lappens, des Untergebenen und mich einfach vergöttern, denn so ist es richtig. Alter, wieso regnet das jetzt? Scheiß dann oder was? Ich habe extra geguckt vorhin, 17 Uhr sollte es regnen, dezent regnen, nur um 17 Uhr, so für 20 Minuten und jetzt regnet schon wieder, du Arschgesicht. Aber egal, es passt einfach zur momentanen Stimmung des Abschieds. Wenn es passt, werde ich die Fahrt zur Garage auch nochmal filmen. So wie letztes Jahr nochmal das letzte Zeichen auf der Maschine quasi. Ich will es aber, wie auch letztes Jahr, nicht versprechen, weil es natürlich auch wetterabhängig ist. Letztes Jahr habe ich die Maschine früher reingebracht. Ich denke, jetzt 5. November könnte schon scheiße sein. Daher seht dies jetzt einfach mal erstmal als letztes Video an. Wenn was kommen sollte, ist es Bonus. Ansonsten habe ich noch ein Video, was ich auch bei Instagram mal so leicht angeteasert habe. Mein Paintball-Video. Das würde ich aber als Special nehmen. Ich weiß ja nicht, wie jetzt in der nächsten Zeit noch die Abos abgehen werden. Ich hebe mir das auf fürs 1000 Abo-Special.
Sollte es in greifbarer Nähe kommen, werde ich es als 1000 Abos Special nehmen. Sollte ich merken, dass dieses Jahr nichts mehr passiert in Sachen Abos, werde ich es wahrscheinlich im Winter einfach mal so raushauen. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall möchte ich einen großen Danke sagen. Die Zuschauerschaft hat sich doch sehr vergrößert. Die Kommentarbereitschaft hat sich auch gesteigert. Meine Videos sehen jetzt nicht mehr im Kommentarfeld aus wie die letzte Savanne, sondern es wird doch jetzt durchaus mal rege teilgenommen an Unterhaltungen. Und das freut mich. Ansonsten noch ein Höhepunkt dieses Jahr, das Kennenlernen von Tyra Rights. Ist ja jetzt auch erst vor kurzem geschehen, aber zähle ich durchaus mal als Erfolgserlebnis für dieses Jahr noch mit rein. Die nette Dame, die ich ja dieses Jahr kennengelernt habe, mit der ich ja auch schon einen Dual-Vlog gemacht habe, wo ich jetzt aktuell nicht weiß, wie es angekommen ist, weil jetzt, wo ihr gerade dieses Video schaut wahrscheinlich, nehme ich dieses Video gerade auf. Und ja, jedenfalls ist mir ein Fest. Sie ist eine sehr nette Person, also nicht nur jetzt rein von der Tatsache her, dass sie auch Motorrad fährt. Und es daher Sinn für mich auch macht, mit ihr zu fahren. Ich finde sie auch so sehr ansprechend, was den Charakter angeht. Ich harmoniere doch sehr mit ihr und kann mich auch außerhalb des Fahrens mit ihr gut unterhalten. Daher auch ein Gruß an Sie. Wer es noch nicht getan hat, abonniert sie bitte. Tyra Rides, meine Damen und Herren. Ja, ich finde auch, ich habe mich dieses Jahr gesteigert. Das Intro ist ansehnlich. Gottgleich, würde ich doch behaupten. Ich habe mein Logo eingeführt oben rechts, was auch ziemlich geil ist. Ich habe mein Merch eingeführt, was eigentlich nur so nebensächlich ist. Was hier nur daraus entstanden ist, dass ich mir selbst was machen wollte und ich einfach gesagt habe, komm, ich hau einfach jeden Scheiß jetzt raus. Wer es möchte, kann es kaufen. Ich bin aber auch nicht so, dass ich sage, kauft unbedingt diesen Merch, weil ich es selber so ansehe, dass ich finde es teuer. Das Breedshirt ist einfach teuer. Und die Qualität ist vom Druck her jetzt für meinen Geschmack auch nicht die geilste. Ist halt so dieser normale Bügel-Style irgendwie. Also meine Jacke, die ich jetzt auch hier drunter anhabe, ist schon ziemlich geil. Ich finde sie cool. Aber der Druck, dieser normale Druck, der ist halt nicht, ist jetzt halt auch nicht so besonders. Ich warte mal einfach mal ab hier. Warten wir mal ab hier. Machen wir mal eine kleine Warte-Action. Ich räume mal ein Stück zurück. So. Da komm aus dem Arsch. Oh, sie regt sich auf. Mäuschen. Blondet Mäuschen regt sich auf. Ja, du auch. Die heulen immer rum, die Leute, ey. Fotzen. Schlampenkinder. Dreckige Huren. Ich muss auch mal nochmal zum Ende nochmal das Potenzial und das Niveau ein bisschen anpassen. Und mal ein paar Beleidigungen einbauen. Weil ich kann ja nicht einfach so jetzt abtreten. Verfickten Huren und Drecksgesocks. Schlampenverein, schlitzpissende Terrorglape, fette Schweine Deluxe Edition. Und jetzt kommt hier gerade ein Roller angeschissen und der dachte, er zieht bei ihm vorbei. Doch er darf noch meine Abgase schmecken. Scheißroller, Dreckshobel auf zwei Rädern, Dirk Werner Fanbase und generell. Bleiben wir jetzt hier nicht stehen. Ja. Ach, ich will gar nicht Schluss machen gerade, ja. Irgendwie, auch wenn es hier gerade regnet, tue ich mich gerade schwer damit. Ne, auf jeden Fall, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Saison. Ich freue mich auch in eine frische Saison mit Tyra zu starten. Es werden auf jeden Fall einige Dual-Vlogs kommen. Ich hasse Nässe, warum gerade wenn es nass und laub ist. Es ist zwar nicht viel laub, aber ich habe trotzdem Paranoia vor. Ich muss noch feststellen, ich war hier noch nie. Immer schön nach vorne gucken, Mäuschen. Ne? Nach vorne gucken. Wo sind wir denn hier? Was ist denn das hier für ein Ghetto? Ein Ghetto! Und hier haben wir nochmal die Qualle des Jahres. Yeah! Und nochmal ein fettes Schwein mit drauf gekriegt. Und einen Typen mit dezentem Haarausfall. Alter, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ghetto oder? Dezent Ghetto?
Ilse und Irene! Servus! Kann man machen. Das geht. Franz? Nee, war doch ein Mädchen. Eine Frau oder sowas ähnliches. Ralf! Grüß dich! Kann man machen. Ich muss einfach Danke auch sagen, ja? Irene! Danke! Olaf! Olaf Lenig. Uha! Uha! Kevin! Danke! Danke Kevin für dieses Jahr, für diese tolle Saison. Claudia! Danke! Ich meine, es gehört sich auch so, dass man auch Danke sagt, nicht nur Daumen nach oben, Einheims und so und Views und Klicks und den ganzen Scheiß. Man muss auch das auch erstmal auf eine persönliche Ebene bringen und Dankbarkeit zeigen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man nach dem zweiten Jahr so wenig Abos hat wie ich. Nee, das passt schon alles. Renate! Danke! Kann man machen. Kevin! Danke! Das hat man schon wieder Renate und Kevin. Die Leute heißen halt immer alle gleich. Das ist halt einfach so. Paul und Irmgard! Danke! Danke, kann man machen. Ja, es ist halt natürlich auch eine Erziehungssache, die ich ja auch genossen habe und einfach auch weiß, dass man auch mal Danke sagen muss. Einfach mal ein Merci. Das gehört auch einfach dazu. Schmidtchen, danke! Auch ein Zweiradfahrer. Auch dem gehört es mal, Danke zu sagen, weil ich ja davon ausgehe, dass auch er meine Videos guckt. Muss man es auch einfach mal machen. Oha! Ronald, danke! Paul, danke! Und auch die Fahrradfahrende Elisabeth, ich bedanke mich. Kann man machen. Oha. Justin und Mike, danke. Kann man machen. Simone und Irmgard, danke schön. Kann man machen. Ja, Leute. Zum Schluss ein Quäntchen Real Talk. Ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass hier alles gesponnen war, aber ich bedanke mich bei euch für diese Saison. Ich bedanke mich für rege Beteiligung, dafür, dass wir auch so viel geworden sind, für meine Verhältnisse. Manch anderer lacht darüber, dass wir nach 2 Jahren jetzt mal gerade 580 Leute sind. Ich finde es cool. Und ich freue mich auch drüber. Ich freue mich auch immer wieder über gleiche Gesichter. Es gibt ja jetzt schon durchaus einige Leute. Ah, da ist er wieder, Josefine. Was ist los? Die man doch wieder kennt, die unter jedem Video dabei sind. Die bei jedem Stream dabei sind. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich begrüße auch schon mal für das, was jetzt, oder für die Leute, die jetzt im Winter zukommen, sage ich Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Wenn die Folge aufkommt, mein Name ist Rain, Street Devil, der Überlord, der krasste Motherfucker on Planet. Ich wünsche euch soweit einen wunderschönen Winter. Ich werde durchaus bestimmt hier und da wieder streamen und so und auch mal vielleicht so ein Video reinklinken. Aber für die Motoblog-Sache würde ich sagen, ich bedanke mich für dieses Jahr. Und wenn euch diese Saison gefallen hat und dieses Video, dann lasst mir mal einen schönen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Es ist komplett kostenlos. Es ist sowas von kostenlos. Es ist... Bei anderen Leuten ist das so eine Sonderaktion. Bei mir ist es einfach kostenlos. Ah, Franz! Gut, ich bedanke mich bei euch. Ja, ich wiederhole mich zum 1000. Mal drauf geschissen. Ich bedanke mich bei euch. Ich heb die Hand für euch. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns innerhalb der nächsten Saison und innerhalb des nächsten Videos. Hadi!
je mehr ich mich mit anderen Leuten umgebe, mit den ganzen Lappen, mit geschissen kriegen im Leben, Geringverdiener, Arbeitslose oder ja, sonstiges Gewürm, was so rumfleucht. Natürlich, ich bin auch der Beste. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Da kann es auch Regen sein.